Leute, das ist jetzt der letzte Lucky Block. Bitte, bitte gönn was Krasses. Okay, 3, 2, 1, oh! Nein, ihr checkt nicht, was ich gerade gezogen habe. Hey, yo, Leute, Crymax hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft RP, Leute. Was geht ab, ihr Paul Berger? Und heute werden wir super reich werden. Denn, meine Freunde, ich habe einen neuen Geheimtrick rausgefunden. Und noch keiner der anderen YouTuber weiß davon Bescheid. Und zwar, Leute, gibt es jetzt nämlich im Lottoladen was ganz Neues. Da gibt es jetzt nämlich Auto-Lucky-Blöcke, Leute. Ich werde mich jetzt direkt mal beeilen, bevor alle anderen das mitbekommen. Wir machen hier direkt Kickdown mit unserem Lamborghini Urus, fahren zum Lottoladen und werden uns diese Auto-Lucky-Blöcke kaufen, Freunde. Und mit etwas Glück werden wir da richtig fett abkassieren. Nein, Leute, da stehen ja schon voll viele Villager da vorne in der Schlange. Oh, warte mal, das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut, Freunde. Warte mal, wir steigen mal aus, schnell dahin. Was ist das denn jetzt hier? Hier ist ja total viel los schon. Wir haben die letzten bekommen. Juhu. Ja. Warte mal, seid ihr auch... Auto-Lucky-Blöcke! Nein, sagt mir nicht, ihr seid auch wegen den Auto-Lucky-Blöcken hier. Ja, natürlich, Alter. Max, du bist von gestern, ey. Die gibt's doch jetzt schon mindestens schon eine halbe Stunde. Nein, ja. Ey, Leute, wenn ich mich da hinten anstelle, dann kriege ich ja überhaupt keine mehr. Ey, Leute, ich muss mich irgendwie vordrängen. Ey, was kosten diese Auto-Lucky-Blöcke? Ey, stell sie sich hinten hin, sonst knallt. Ja, ist ja gut. Was kosten die Auto-Lucky-Blöcke? Ey, was machst du Max so an, Alter? Ein Netherite-Block. Oha, die sind ja auch richtig teuer. Ja, die sind richtig teuer, aber Bro, du weißt doch nicht, was da können Rainbow-Autos alles drin sein. Boah, ey, Leute, ich sage euch ehrlich, wenn da wirklich ein Rainbow-Auto drin ist, dann macht man ja übelst viel Gewinn damit. Ey, Junge, die sind gehypter als Takis. Ey, haltet mir mal noch welche frei, ich gehe noch kurz Geld holen. Ey, Leute, ich hoffe, wir kriegen überhaupt noch welche davon. Warum ist denn hier jetzt schon so viel los? Ich dachte, wir wären die Ersten, die davon mitbekommen. Auf einmal die ganze Stadt weiß schon Bescheid. Ey, Leute, wir gehen jetzt hier mal ganz schnell in unsere Bank rein. Ich habe ja zum Glück immer sehr, sehr viele Netherite-Blöcke auf Lager. So, zack, einmal in unseren Tresorraum hier rein. Zack, 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 Leute. Und bam, hier durch die doppelte Sicherheitstür. Hier erstmal Lichter anmachen. So, oh mein Gott, wir gehen jetzt hier an unsere kompletten Ersparnisse ran. Ich werde mir jetzt richtig viele. Und tschüss, ich werde mir jetzt richtig viele von diesen Auto-Lucky-Blocks holen. Freunde, ihr habt's gehört, da können Rainbow-Autos drin sein. Richtig, richtig heftig. Wenn wir sowas kriegen, dann, ich sage euch ehrlich, dann haben wir ausgesorgt. Rente. Ja, dann haben wir so viel Geld damit gemacht. So, zack, einmal schnell zurück. Ey, aber das, jetzt haben wir noch ein weiteres Problem, Leute. Und zwar, wenn wir uns hier hinten anstellen, dann können wir das ja komplett vergessen, diese Auto-Lucky-Blöcke zu kriegen. Psst, Ente. Psst. Ja, ja. Komm mal kurz zu mir. Wieso denn? Ey, Bro, du musst mir irgendwie helfen. Ich muss mich irgendwie hier vorbeidrängeln. Weißt du was? Ich könnte dir welche von mir abgeben, wenn du möchtest. Ja, wie viele hast du denn noch? Boah, ich hab ein ganzes Deck gekauft. Ja, ey, Ente, das wäre voll korrekt. Verkauf mir mal welche. Okay, also ein Auto-Lucky-Block kriegst du für ein Stack Netherite. Hey, der kostet doch nur, ein Stack Netherite oder ein Stack Netherite-Blöcke? Ein Stack Netherite-Blöcke. Was? Das ist ja das 64-fache von dem Preis von dem Verkäufer. Ja, dann stell ich ja nicht mit so viel Spaß. Ey, Leute, Ente will uns ja absolut scammen, Junge. Ey, ganz ehrlich, irgendwie müssen wir uns da dran vorbeischleichen. Wenn ich hier stehe, so lange, bis die alle gekauft haben, dann werden wir überhaupt nichts mehr kriegen. Wisst ihr was, Freunde? Ich werde jetzt hier ein bisschen eine andere Taktik machen. Ich hoffe, das sieht jetzt hier niemand von der Polizei oder so, was ich jetzt hier mache. Aber ich werde mich jetzt hier einfach... Ich werde jetzt, glaube ich, mal einen aufmachen. Die fangen jetzt schon an, welche aufzumachen. Ganz ehrlich, Leute, ich werde mich jetzt hier einfach reingraben. Oh nein, warte, ich gehe mir schnell einen Bohrer kaufen. Ich werde mir jetzt einfach schnell einen Bohrer kaufen. Dann werden wir uns da durch den Boden reingraben. Und dann werde ich mir einfach heimlich noch die letzten schnell bei dem Verkäufer holen, Leute. Let's go. Oh, jetzt hier schnell in den Baushop rein, Freunde. Ja, wir müssen uns jetzt beeilen, dass wir überhaupt noch was kriegen. Ich werde mir jetzt hier einfach so einen Bergbaubohrer kaufen. Zack, wir haben ja noch ein bisschen Bargeld am Start. Leute, oh mein Gott, mit dem Bohrer werden wir uns jetzt einfach durch den Boden vom Lottoladen durchgraben und einfach die ganzen letzten Auto-Lucky-Blöcke wegkaufen. Oh, ich freue mich schon richtig, die gleich zu öffnen. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht erwischt werden und nicht irgendwie noch Probleme dabei kriegen. So, zack, da hinten ist auch der Lottoladen, weil das Problem ist, direkt die Polizeistation ist daneben. Also da müssen wir jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. So, okay, wir graben uns jetzt hier mal rein. So, hier schön mit dem Bergbaubohrer. Hallo, guten Tag. Hallo, kommen Sie bitte hoch. Was machen Sie da? Oh, Leute. Ich kann das erklären. Ich bin hier Kanalarbeiter. Ja, hier müssen Kanalarbeiten. Haben Sie denn eine Gap hier und keine Ausrüstung, so eine Wandweste? Ich bin zivil. Ich bin Zivilkanalreiniger.
Mhm, sie sind Zivilgalein heute. Ja, ja, deswegen habe ich keine Ausrüstung an. Dabei, sie graben sich hier gerade. Oh Leute, ich hätte mir noch so einen Bauarbeiterhelm kaufen sollen, das wäre glaubwürdiger. Ich glaube, ich muss sie leider festnehmen. Hä, wie? Ey Leute, der will uns festnehmen, ich muss das verändern. Stell keine Fragen! Oh Leute. Okay, okay, das hat niemand gesehen. Ey Leute, aber ich muss mir jetzt hier diese Lucky Blocks schnell kaufen. Da ist der Verkäufer. Oh mein Gott, guck mal, wir können jetzt hier richtig schön alles anzapfen. So, wir kaufen uns jetzt mal richtig schön viele von diesen Auto-Lucky-Blöcken. Zack, 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 zack. Ich kaufe jetzt hier so viele wie möglich, Leute. Let's go. Oh, Leute, wir haben jetzt schon über ein Stack. Let's go. Nein, Leute, was ist das denn jetzt? Jetzt geht hier nichts mehr. Nein, der Shop ist leer gekauft. Okay, wenigstens haben wir noch ein Stack und 22 Blöcke. Ausverkauf, verschwinde aus meinem Laden. Los, los, los. Oha, okay, okay, okay. Jetzt ist alles ausverkauft. Ey, das ist zu krass. Okay, wir hauen jetzt hier mal ab, Leute. Wir haben einfach richtig krasse Auto-Lucky-Blöcke gekauft. Ey, Jungs, na, wie sieht's aus mit euren Auto-Lucky-Blöcken? Na, ich hab viel mehr wie du, Mann. Also, ich hab ein Stack und 22. Was? Wie hast du die bekommen, Max? Ja, ich sag mal so, ich hab da meine Kontakte zum Lottoladen. Ich will auch noch welche haben, Alter. Es gibt keine mehr, die sind ausverkauft. Die sind alle leer. Ja, ich hab komplett leer gekauft. Ich reiß sie den Laden ab, Alter. Also ich werde jetzt mal die Auto-Lucky-Blöcke öffnen. Kommt mal mit, Jungs, wir machen die jetzt mal alle auf jetzt hier. Haben wir irgendwo hier eine große freie Fläche? Komm, lass einfach zum Fahrübungsplatz gehen. Jungs, kommt mit. Junge, ich werde eh mehr Glück haben, wie du. Nein, safe nicht. Ich sag dir ehrlich, ich werde so krasse Rainbow-Autos ziehen und die direkt dann bei dir verkaufen. Oh ja, das ist gut. Ich kauf dir die Autos auch für günstig. Was ballerst du mein Auto aus rein? Hä, das auf der anderen Seite ist auch dein Autohaus oder ja, was? Ja, das ist für Millionäre. Ah, das Millionärsautohaus. Ah, okay, so. Gehen wir mal hier schön auf den Fahrübungsplatz. Hier haben wir nämlich schön viel Platz, Leute. So, dann lass doch mal gucken, wer jetzt mehr Glück hier hat bei den Auto-Lucky-Blöcken. Ja, ich bin so gespannt. Gut, ich mach jetzt hier mal meinen ersten auf. 3, 2, 1 und... Oh, ein Motorrad. Hey, warte mal. Ist doch gar nicht mal schlecht, ein Motorrad. Aber ich weiß nicht. Stani, was ist denn so der Preis für so ein Motorrad? Blau, Motorrad ist übelst der Müll, sag ich dir ganz ehrlich. Ist gar nicht ja. Gut. Oh ist nein, das heißt, gut. Ich habe erstmal Verlust gemacht mit meinem Lucky Block. Ey, warte doch mal, hallo, warte doch mal. Wir gucken jetzt erstmal, wer... Oh. Ach so, okay, einer nach dem anderen. Na gut, aber bis jetzt habe ich in der ersten Runde mal noch das Beste gehabt, sagen wir mal ja, so. Ja, du bist auf jeden Fall gerade vorne. Okay, komm, dann macht mal eure auf und... Nein, nur Erde! Was? Checkt ihr das? Ihr habt ein Stack, ihr habt einfach einen Netherite-Block für Erde gezahlt. Ja! So. Freu dich nicht so früh, Alter. Komm, nächste, mach das nächste Ding auf hier. 3, 2, 1. Wieder Erde! Ja, wenigstens ein paar Geldscheine, aber viel ist das nicht. Oh, ich hab gewonnen, Netherite! Ich hab Netherite! Okay, die Runde geht an Stani, aber es geht ja mehr darum, sag ich mal, wer am Ende eigentlich mehr Autos hat. So, guck mal, wisst ihr, was hier jetzt drin ist? Was? Ein Rainbow-Auto! Nein, niemals, niemals, die sind super selten. Nein, auch nur Erde! Ey, wir haben kein Glück. Ey, Leute, das Rainbow-Auto ist 0,001% Chance zu kriegen. Ey, wer das sieht, hat wirklich den Checkpot, sag ich ehrlich. Komm, nächste Round. Hä, da war gar nichts drin gewesen. Ich hab auch ein Auto! Nein, okay, spawn mal. Nein, oh mein Gott, Stani hat einen fetten BMW X6M. Also ich muss sagen, bis jetzt hat Stani wirklich das beste Auto. Na gut, ich hab nur ein Motorrad. BMW M, Junge, komm mal. Alter, ja gut. Also bis jetzt, ja komm, wir können ja mal ein kleines Rennen machen. Aber mein Motorrad ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Wow. Ente, was machst du denn da? Ey, nein, ich drifte ins Wasser. Ah, nein, ich habe mein Motorrad im Wasser versenkt. Hey, Max, was machst du denn da hinten? Ey, das ist ja voll der Müll. Junge, guck dir mal Ente an, der dreht durch. Alter, Ente macht hier die Wheelies, Junge. Na gut, okay, bis jetzt liegt auf jeden Fall Stani vorne, dann Ente auf dem zweiten Platz, ich auf dem dritten. Aber wir machen jetzt mal weiter hier. Komm, macht mal eure Auto-Lucky-Blöcke. So, 3, 2, 1, let's... Ach, wieder nur Erde. Oh Mann, ey. Die haben uns abgezogen. Überlegt euch, wie viel wir dafür bezahlt haben. Ja, Bro, das ist halt so... Das ist halt so... Wow, Glücks... Nein, was hat Ente? Nein. Oh! Okay, Ente, schon zwei Autos und eins davon ist ein Porsche Taycan. Ente... Bro, ich gönne das Ente irgendwie gar nicht. Absolut vorne. Ey, Elektroauto! Ich gönn dir auch nicht, ich mach einen Kratzer rein. Nein, weg hier! So. Ey, Ente, wir sind Hater von dir. So ein Ding ist das. Na gut, komm, dann lass mal weitermachen.
Ey, wieder nur Erde, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, okay. Ein paar Netherite-Buffen. Aber man muss ja allein 9 Netherite-Buffen rausziehen, nur um den Block wieder rauszuhaben. Ente, wenn du jetzt schon wieder Nein. was hast, dann. Ist Nein! Oh mein Gott, sei dir nicht gegönnt, mein Bro, Ente. Schon wieder hat er ein Auto. Ich muss jetzt auch unbedingt mal ein Auto ziehen, Bro. Ich dreh hier durch. Ey, Max. Ja, ja, ich was? Ente hackt. Ich glaube, Ente hackt. Das kann sein, dass er hackt, ne? Das kann doch nicht sein, dass er schon 3 Autos einfach gezogen hat. Er hat doch schon mal gehackt, Junge. Er hat sich doch schon mal in Game Mode reingehackt. Ja, stimmt, wer sagt, dass er nicht wieder diese Game Mode Sachen macht? Warte mal, lass mal gucken, ob wir ihm überhaupt Schaden machen können. Ey, Ente! Ja, okay, Bro. Er ist gerade nicht im Game Mode. Okay. Na, nochmal Glück gehabt. Nochmal Glück gehabt, Junge. So, komm, dann lass weiter öffnen. Nein! Was? Oh mein Gott. Ey, Bro, warum haben die denn alle so gut? Was macht mich doch über lustig? Bro, du hast ein Dirt. Du hast einfach nur ein Dirt-Audi. Hä, das ist ja voll die Dreckskiste. Mann, ey, das will ich dir, Max, das will ich nicht haben. Na gut, aber immer noch bis jetzt Ente auf dem ersten Stand, auf dem zweiten, nicht auf dem dritten. Leute, wir brauchen jetzt immer noch ein Auto. Ey, ich hab auch ein Auto! Oh mein Gott, oh mein Gott, das wird mich direkt auf den ersten Platz hauen. Niemals! Ferrari! Mein Gott! Ist Martin! Ja, aber Ferrari ist krasser, Bro, sag ich dir ehrlich. Ja, aber Ente hat schon 4 Autos, weiß ich jetzt nicht. Aston Martin, Porsche. Aber Bro, ich sage euch ehrlich, so ein Ferrari puro Sangue, wisst ihr, wie krank die gerade gehandelt werden über Liste? Die sind richtig selten. Die sind so krass über Liste gehandelt, Bro, die werden für 800.000 und so gehandelt. Die sind richtig... Also, okay, das ist nicht alles! Ferrari puro Sangue ist richtig krass gehypt, ne? Sag ich dir, wie es ist. Okay, das ist... Okay. Dann, also Max hat auf jeden Fall gerade das wertvollste Auto. Ich habe das wertvollste Auto. Ich so, gucke aber am Ende, wer die besten überhaupt hat. Ja, okay. So, wir machen weiter. Ey, gönn, Bro, gönn da. Bei mir gönnt der gerade gar nicht hier. Oh mein Bitte. Gott. Nein. Das teleportiert Nein. mich nach vorne. Nein. Nimm mich ein Bentley. Oh mein Gott, okay, ein Bentley Continental GT mit seinem BMW. Also ich würde eigentlich fast sagen, wir sind alle so TK gleich auf gerade von den... Noch niemand hat aber so ein richtiges OP-Rainbow-Fahrzeug. Ja, wer das Rainbow-Fahrzeug nimmt, der hat eh direkt gewonnen. Digga, guck dir das an. Ich habe wieder so einen Schimmel-Popel-Motorrad. Das passt richtig zu dir, Max. Ey, ehrlich. Mann, so packen wir mal hier zur Seite die Müllkiste. Das ist richtiges Loser-Bike, Junge. Bro, was redest du da? So, komm, weiter geht's. Ich weiß nicht, das wird aber wahrscheinlich nicht so hoch gehandelt, oder? Eine Oldtimer-Limousine. Oh mein Gott, ey, das ist so Nein, Mann, ey, Leute. Schon aber wieder so ein Miete. Ich hab das schnellste Auto gezogen, und zwar den Tesla. Oh, Tesla auch wirklich crazy. Leute, wir haben bis jetzt einfach erst so ein gutes Auto. Gut, die anderen haben auf jeden Fall schon mehr gute Autos. Egal, wir machen jetzt mal gut, hier weiter Ente auf. Ich kein Glück hat, ich sag dir ich ehrlich. Ich hab kein Glück mehr. Aber ich habe ja noch 53 Blöcke übrig. Was? Ich hab nur so ich hab einen Tesla Model S Blade, 1000 PS. What? Ja, den hab ich auch. Ah, du hast auch du den hast Blade. Du hast eine seltenere Farbe. Ein bisschen Farbe. Bessere Farbe, okay. Wir gucken wirklich am Ende, wer die beste Ausbeute hat. Ja, okay, Max hat verloren. Ey, Jungs, wir müssen mal direkt unsere Autos so ein bisschen zusammenordnen, damit wir wissen, Guck was... Mal hier. Oh nein! Stani hat auch einen Ferrari puro Sangue. Ja, jeder muss seine Autos bei sich hinstellen. Ja, lass mal jetzt die Autos so kurz ein bisschen ordnen, Leute, damit wir hier wissen, was zu wem hier gehört. So, zeig, ich pack meinen mal so ein bisschen zurück hier. Damit wir dann auch am Ende wissen, wer welche Autos hat und wer das Ding gewonnen hat. Ich würde sagen, wir können ja noch um einen kleinen Wetteinsatz spielen. Ja, gerne. Ich würde sagen, also ich der Gewinner vorne, der sagen. Gewinner kriegt die Autos von den Verlierern. Ja! Also es geht hier um richtig gut viel. Aus. Ich werde doch gewinnen. Wie denn, Ente? Du hast voll die schlechten Autos. Du hast zwar viele Autos, aber das sind alles Müllautos. Ja, das ja, stimmt allerdings. Glück haben. Also ich habe noch 50 Blöcke. Ich habe halt mehr gekauft. Ja, aber das... Ey, Max, guck mal, bist das Stanis Auto sein? Guck mal her. Warte. Wow. Erstmal das Motorrad hier rüberpacken. Also hier sind meine Autos auf jeden Fall. Max, so. Guck mal, was passiert da mit dem Ferrari von Mr. Stanis? Ente dreht ja völlig durch, der fackelt dein Auto ab. Ey, warte mal, ich helf dir, Stan, ich helf dir, ich pack den schnell zur Seite. Ey, ich brenne sogar. Bin sogar durchs Feuer gegangen für deinen Ferrari, Stani. So. Mach das hier aus, Ente. Ey, das geht nicht mehr. Ente dreht ja völlig durch. Ich sag ehrlich, Punktabzug für Ente für die Aktion. So, komm, wir machen jetzt hier mal weiter auf, Jungs. Okay, also ich würde sagen, bis jetzt, Stani liegt auf jeden Fall vorne. So, komm, dann weiter. Nein, oh mein Gott, Auto. Aber leider nur... Nein. Ich habe aber leider nur einen orangenen Audi. Orangener Audi leider nur. Ja, der ist halt nicht Das ist der Schrott-Audi. Ah, Mann, ey. Okay, komm, weiter geht's. Wir haben noch 50 Blöcke. Oh, noch ein Auto! Nein. Nein. Was? Aston Martin, Was? Yellow Aston Martin.
Ja, okay. Ist okay, Bro. Ist also, aber noch eins der schlechteren Autos. Ist noch, hier. Ja, eher mittelmäßig. So, komm, mein Urus muss hier auch zur Seite geparkt werden. Nicht, dass noch hier der dazugezählt wird. So, hat noch mal jemand ein neues? Oh, Ente hat gerade ein Auto gezogen. Nein, was hast du? Ente. Ich zieh mal dieselben Schrittkarten. Ja, die anderen sind halt richtig so, selten. So, ich sag dir ehrlich, in den nächsten drei Blöcken kommt ein Rainbow aus bei mir. Bronk, Quad, Müll. Oh, Mann. Komm, jetzt gönn. Nochmal ein Model S Blade. Oh, das ist nichts. Nee, aber, das ist Model X. Aber wenigstens in einer seltenen Farbe. Mal hier die Tür dann, Bro. Ja, okay. Ja, wenigstens in einer seltenen Farbe, sage ich mal. Komm, weiter geht's. Ich werde jetzt hier richtig schnell aufmachen. Komm, wir machen jetzt hier ja, richtig, Max wir kriegen jetzt durch. Ja, Max hat einen Vorteil, weil er ein paar mehr hat. Ich habe halt mehr gekauft. Der Händler ist mein Kollege, der hat mich extra vorgelassen. Ey, Bro, ich krieg nur Müll gerade. Hö, was ist das? White Dodge Charger Hellcat? Na. Oh mein Gott, das ist aber krank, Bro. Das ist krank. Dodge Charger Hellcat ist ein gutes Ding. Ich habe genau den gleichen Müll bekommen wie Max. Auch das Motorrad. So. Oh mein Gott, okay, meine letzten 33 Blöcke hier. Ich hab nur Mann, noch sieben. Man kriegt doch Schrott raus, guck mal. Oh, ein Schrott-BMW. Ja. Okay, komm, dann platziert jetzt nochmal alle eure Blöcke jetzt hier hin. So. Jetzt gucken wir mal, wer was... Nein, Stani hat ein Auto. Oh, nee, das ist das Müllauto. Ah, ich hab hier nochmal ein Quad gezogen, das ist doch auch Müll, Bro. Ey, bisher hat mir noch niemand den Ferrari fettes, und so gezogen. Noch fettes Rainbow-Auto oder sowas, das gibt's jetzt, doch Jungs, gar nicht. Jetzt, Jungs, guckt hier. Ja, ja, okay, komm, wir gucken mal bei Stani. Und? Ja. Nein. Oh. Bentley X6, oder? X6? Nein, das war doch ein BMW. X6, Junge! Gut, die ist jetzt auch nicht so heftig. Oh, aber guck mal hier meine Auto-Armee an. Da könnt ihr einpacken. Ah, ich habe hier aber auch nicht schon stabile Armee. Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, Ferrari! Ferrari, guckt euch das Alter, an! Boom! Junge, wie hast du die gezogen? Ey, ich würde sagen, lass am Ende. Oh jeder mein Gott. Sucht sein schnellstes Auto aus, dann kann man nochmal extra Punkte kriegen. Ja, okay, dann machen wir noch ein Rennen. Und bei dem Rennen kann man nämlich die Autos von dem anderen auch nochmal abziehen. Ja, okay, bevor die Sammlung gezählt wird. Okay, komm, dann. Oh, ja, guten Audi. Ja, das ist der Drecks-Audi. Oh mein Gott. Ey, runter vorbei, Ferrari-Drecks-Audi. Ja, BMW. Boah, aber ich sag ehrlich, ich hab schon, also Double Ferrari, ne? Ich hab einen SF90 und einen Puro Sanko. Das ist schon eigentlich. Also, sag ehrlich, ich hab jetzt noch die letzten 8 Blöcke und bei mir sieht's schlecht weißen aus. Weißen Dodge Charger nochmal. Oh! Na. Was? Bro, Feierabend. Ihr könnt einpacken. Ihr könnt einpacken. 3, 2, 1. McLaren! Nein. Oh mein, okay. Also ich hab wirklich schon drei. Ich hab halt wirklich schon 3 Supersportler, ne? Ja, also das ich hab jetzt noch 6 Blöcke. Also wenn ich jetzt kein Rainbow-Auto kriege, dann war's das. Oh mein Gott, Strong. Nein, was hast du? Oh nein, mein Stand. Gott, Mann. Nein. Ich hab dich auseinandergenommen. Nein, Bro. Oh, ja, okay, er hat auch den McLaren. Ey, was machst du? Hey! Gar nichts, hast du hier gerade bei McLaren gemacht? Nix. Der wollte hier gerade meine Reifen abziehen. Geh mal schön auf deine Seite wieder rüber. Rund weg hier von meinem Auto. Der ist echt eine böse Ente geworden. Der ist richtiger Schummler geworden. Ich hol bald Touren, dass der aus dir Ententatar macht oder so. Nein! So. Okay, weiter geht's. Komm. Nein, mein letzten. Wie viel hast du noch, Shani? Oh Gott, ich hab noch was bekommen. Nein. Nochmal Motor. Oh, und ja, jetzt gut, ist Motorrad. Letzter Block, Jungs. Okay, mach mal deinen letzten Block. 1, 2, 3. Er hat nochmal ein Auto. Oh, aber ein Aston Martin. Oh, Aston Martin bekommen. Gibt aber ein paar extra Punkte wenigstens. Ja, ist okay. Ich hau jetzt mal meine letzten 17 Blöcke weg. 1, 2, 3. Max, du nichts krass mehr kriegen. Max, du nichts krass Aston Martin, mehr kriegen. Aston Martin. So, komm, jetzt meinen letzten 14. Ey, komm, gönn einmal Rainbow, Bro. Einmal Rainbow. Gönn Rainbow. Magst du nichts mehr kriegen? Komm. Oh, 1, 2, 3. Oh mein Gott. Okay, Leute, das sind jetzt meine letzten 8 Blöcke. Ich werde jetzt hier noch einmal platzieren. So, und dann einmal Stück für Stück abbauen. Ey, bitte, Leute. Ich gönn dir nichts, Bro. Danke. Eins. Ich will gewinnen. Dreck. Loser. Leute, 1, 2, 3. Loser-Block. Oh! Nein, Subaru. Ein Müll-Subaru, Bro. Okay, ein Enten-Subaru. Ein Wheelie-Subaru. 3, 2, 1. Nein, Leute, bitte gönn. Wieder nur Erde. Bitte nicht. Bitte kein Rainbow. Hört jetzt bitte auf, Auge zu machen. Nein. Oh Gott. Wieder nur Erde. Oh, komm, bitte. 3, 2, 1 und... Ey, das gibt's doch nicht. Erde.
Leute, das ist jetzt der letzte Lucky Block. Bitte, bitte gönn was Krasses. Okay, 3, 2, 1 und... Was ist das? Nein, ihr checkt nicht. Ihr checkt nicht, was ich gerade gezogen habe. Ihr checkt nicht, was ich gezogen habe. Guckt euch das an. 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Nein, Ente, Mann. In Diamond Blue. Diamond Blue. Aber, Leute, passt auf. Wer der beste Rennfahrer Wir werden jetzt nämlich erst ein Rennen fahren. Und zwar jetzt gut aufgepasst. Der Gewinner kriegt nämlich von dem Verlierer und von dem mittleren Platz ein Auto. Der mittlere Platz kriegt von dem Verlierer noch ein Auto, okay? Das heißt also, der Verlierer wird auf jeden Fall richtig doppelt bestraft. Das kann jetzt auch nochmal alles ändern. Lass uns da hinten bei Amir anfangen und dann fahren wir die Rundstrecke einmal. Okay, das ist gut. Und dann wird nämlich am Ende gezählt, wer die meisten Autos hat. Boah, Leute, ich sage euch ehrlich, ich werde das Auto hier, das werde ich nehmen. Das wird mein Race-Auto. Okay, dann jetzt jeder sucht sich sein Auto aus und wir treffen uns bei der Rennstrecke. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt hier auf Position. Ich habe mich für den Tesla Model S Blade entschieden. Der ist ja so das schnellste Auto. Stani nimmt hier seinen McLaren. Okay, alles klar. Und Ente nimmt einen Porsche Taycan. Auch Elektropower. Ja. Ich bin jetzt echt gespannt, Leute. Möge der bessere gewinnen. Und nochmal gut aufgepasst. Also, der komplett letzte Platz muss quasi 3 Autos weggeben. 2 an den Gewinner, 1 an den mittleren Platz. Der zweite Platz gibt 1 Auto an den Gewinner weiter, bekommt aber auch 1 vom Verlierer. Das heißt, an sich gleicht sich das aus. Und der Gewinner kriegt halt dann einfach nur 3 Autos, ja? Also, das heißt, der Gewinner macht richtig Jackpot, Der Gewinner macht Jackpot, der mittlere kriegt an sich nichts und der Verlierer wird richtig Chance, Hops genommen. Aber ihr habt keine Chance, Junge. Ich bin nicht umsonst Autohausbesitzer. Wir werden sehen. Okay, dann 3, 2, 1, let's go! Let's go! Okay, der Tesla zieht richtig gut. Wir sind übelst schnell. Gerade steckt schnell, aber in den Kurven ist er schlecht. Oh mein Gott, wir ballern hier richtig durch, Leute. Wir ballern hier richtig durch. Die Straße lädt kaum. Wow! Oh mein Gott, sind wir weit vorne. Oh mein Gott, sind wir weit vorne. Die anderen kommen ja gar nicht hinterher. Warte ab, die Kurve. Oh mein Gott, okay, die Kurven, der bricht hier wirklich ziemlich krass aus, Leute. Die Kurven hier hinter dir. Gut nehmen, ganz ruhig. Oh mein Gott, driftet der rum. Oh mein Gott, Stani ist wieder bei uns. Okay, noch 2 Kurven. Und jetzt hab ich dich. Okay, langsam, ruhig. Jetzt hier nicht rausfliegen aus der Kurve. Wo ist denn überhaupt Ente, der Bummi? Ich bin ganz weit hinten. Perfekter Drift. Und jetzt zum Auto. Nein. Ja, nicht rausfliegen. Jetzt zum Auto. Ja! Let's go! So, Ente, wo bleibt denn die Ente, Junge? Ja, Bro, das ist eine lahme Ente. Der ist ja richtig. Loser. Guck mal, wo der angerannt kommt. Ey, Freund, ich hab nur eine extra Runde gefahren, weil ihr so langsam wart. Ich war erster. Das bezweifle ich. Oh mein Gott. Ja, gut, also Ente, für dich sieht's jetzt schlecht aus. Du musst jetzt nämlich insgesamt 3 Autos abgeben. Wir gehen jetzt aber nochmal zum Parkplatz zurück. Und dann werden jetzt hier nämlich gezählt, wer die krassesten Autos hat. Let's go. So, Leute, wir haben jetzt hier mal die Autos ein bisschen geordnet, damit man hier einen besseren Überblick hat, wer hier welche Autos hat. Und ich würde sagen, Stani, komm, wir gehen uns jetzt erstmal von dem Verlierer Ente unsere Autos hier einfordern. Ja, so. Weil du gewonnen hast, darfst du ja zuerst. Ja, so, ich werde mir jetzt erstmal 2 Autos einfordern. Ich nehme natürlich dir erstmal deinen Porsche Taycan hier weg. So, ganz klare Sache. So, zack, der Taycan gehört jetzt nämlich auch noch schön zu meiner Sammlung dazu. So, und dann darf ich mir nämlich noch ein zweites Auto auswählen. Oh, was nehmen wir denn da? Was nehmen wir da? Weißt du was, komm, dann nehme ich dir noch einmal den BMW hier weg. Den BMW, der fehlt nämlich auch noch in meiner Sammlung. Oh mein Gott, ey, du bist echt aus deiner Genug. So, und Stani darf ich auch noch ein Auto jetzt holen. Und ich will dir den Aston Martin. Oh mein Gott, Ente so auseinander. Aber bei Stani darf ich mir jetzt ja auch noch ein Auto wegpicken. So, und bei Stani... Ich glaube, Stani nehme ich mal den Bentley aus seiner Sammlung weg. Darf ich nämlich auch keinen bei mir. So. Max, guck mal, was wir mit dem anderen Auto hier machen. Ente! Was macht Ente da schon wieder? Ente macht Faxen schon wieder. Guck mal, was mit dem McLaren passiert. Alter, Ente, der dreht schon wieder völlig durch. Soll ich mal auf den Knopf drücken? Nein, nicht auf den Knopf drücken. Wir müssen jetzt hier die Ausbeute... Alter, ey. Oh. Ente! Ente dreht hier wirklich... Ente macht wirklich nur dummes Zeug hier, ne? Warte, lass jetzt mal die Punkte zählen. Also Ente hat 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 Autos, sage ich jetzt mal, und eher mittelklassige Autos. Davon sind allein 3 Audis dabei. Nee, 4 Audis sogar. Ja, Max, du hast klar gewonnen. So, Stani, 1, 2, 3, 4, 5,
sechs, sieben Autos. Mit dem McLaren. Acht mit McLaren habe ich gar nicht mehr gesehen, weil der versenkt ist. Und dabei aber auch höherpreisigere. Also er hat hier Ferrari Puro Sangue für McLaren, okay. Ist auch schon besser. Aber Leute, wir haben hier wirklich alles auseinandergenommen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Autos. Und ja, darunter Bentley, Porsche, Model S Plate, Aston Martin. Hier, dann natürlich hier unsere Luxusabteilung. Hier Ferrari Puro Sangue, SVJ Roadster, Ferrari SF90 McLaren. Also wir haben wirklich auseinandergenommen. Gönn ich dir leider nicht. Ey, aber warte mal, du Stani, dadurch, dass jetzt hier alle Autos gewonnen habt, die auf dem Parkplatz stehen, du, wie sieht's denn mit einem Sammelangebot aus? Ich verkauf dir alle Autos für Stani Performance. Was? Ja? Warte. Wie viel willst du haben? Ja, mach mir mal ein schönes Sammelangebot. Oder vielleicht ein besonderes Auto, was du mir dafür gibst. Also, ich würde all in gehen, ich sag dir ehrlich. Ach, ich stehe hier. Leute, ich bin gespannt, was der mir jetzt anbietet, Leute. Boah, Leute, der kommt hier mit einem Rainbow Lamborghini Urus angefahren. Bro, ich würde dir den Lamborghini Urus geben. Aha. Dann würde ich dir einen Rainbow Lamborghini BMW X6 geben. Ja. Dann würde ich dir noch eine G-Klasse geben. Ach du Heilige. Aber oh mein in Gott. Der G-Klasse, Bro, sind natürlich auch noch, warte kurz. Warte, ich komme mal zu dir, rüber. Ist das Stani, ich nehme das Angebot an, gerne. Nein, Ente, du nicht. Ente, du kriegst gar nichts. So, warte mal. Und da ist auch noch was drin in der G-Klasse. Oh mein Gott, warte mal, Leute. Also Stani, biete mir jetzt für diesen ganzen Parkplatz an Autos 3 Rainbow-Fahrzeuge plus 3 Stack Spectride-Blöcke an. Ey, das ist komplett krank, Leute. Junge, du bist ja der Einzige, der Rainbow-Autos hat, Leute, weil niemand hat mehr welche. Leute, checkt ihr das, wie wir heute plus gemacht haben? Wir haben 1 Stack Netherite-Blöcke ausgegeben und haben allein 3 Stacks Spectride-Blöcke, Rainbow-Autos, alles. Also heute haben wir absolut plus gemacht. Stani, ich nehme das Angebot natürlich an. Ja! Du kannst gerne alle Autos haben. Und dann würde ich sagen, Freunde, das soll es gewesen sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crimex.